Peace Leute und willkommen zum zweiten Adventskalender-Türchen hier auf meinem Kanal und auch einen schönen ersten Advent wünsche ich euch, denn wir haben den ersten Advent und das erste, ja die erste Kerze kann angezündet werden. Und was habe ich heute für euch hier? Wie ihr schon am Titel sehen könnt, ein Match von Prawns vom Food Champions Cup in Bukarest, der ja gerade an diesem Wochenende stattfindet. Prawns hat gestern gespielt, beziehungsweise gestern und vorgestern gespielt. Und eigentlich hatte ich geplant, heute was anderes zu bringen, aber das muss jetzt einfach sein. Danny hat nämlich rasiert, ich bin mega stolz auf seine Performance und wir werden uns gleich sein Match gegen Marcus Gomez angucken, was halt auf der Xbox im Viertelfinale stattgefunden hat. Extrem krankes Match. Wer es noch nicht geguckt hat, den will ich jetzt auf jeden Fall erstmal nicht spoilern und die Leute, die es gesehen haben, wissen auf jeden Fall Bescheid. Wird mega, mega heftig. Und an der Stelle nochmal Danny. Mega Respekt, mega stolz auf dich. Und ja, Boys, ihr habt auch heute die Möglichkeit, etwas zu gewinnen. Und zwar werde ich 50 Euro ja, Guthaben verlosen. Und zwar entweder PSN, Xbox, je nachdem, was der Gewinner halt für eine Konsole hat. Wie ihr teilnehmen könnt, ganz einfach in die Kommentare mit Hashtag Christmas schreiben, wie ihr Weihnachten findet. Feiert ihr es nicht so? Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ja, unter allen, die kommentiert haben und Abonnent von meinem Kanal sind, wird dann eine 50 Euro PSN-Karte oder Xbox Live-Karte verlost. Viel Glück dabei und jetzt würde ich sagen, springen wir rein und gucken uns an, was Danny gegen den guten Marcus Gomez gemacht hat. So, und da sind wir auch schon live in Action. Also es ist von diesem Wochenende. Danny hat halt gegen den Australier, glaube ich, Marcus Gomez gespielt im Viertelfinale auf der Xbox. Zu Marcus Gomez muss man sagen, er ist in der Swiss Stage, also in der Gruppenphase, mit 4:1 rausgegangen. 4 Siege, eine Niederlage und unter anderem gegen Kevin Aster gewonnen, auch einen weiteren Deutschen, und gegen Gorilla mit 7:2. Also Marcus Gomez hat auf jeden Fall ein Statement in der Gruppenphase gesetzt, aber auch Danny, denn der hat unter anderem einen F2-Tex mit 5:3 besiegt und hat auch insgesamt 4 Siege und eine Niederlage gehabt, um dann in die K.O.-Phase einzuziehen und hat dann in der ersten Runde der K.O.-Phase gegen Henso gewonnen. Auf jeden Fall mega starke Leistung bis dahin und jetzt im Viertelfinale hier gegen Marcus Gomez und was kommen wird, ist einfach krank. Boys, jetzt hier Danny auf jeden Fall auch mal mit dem zweiten Angriff, wieder wie man ihn kennt, mit dem Skill. Danny, ich feiere einfach seinen Spielstil. Er baut hier und da einen Skill-Move auch auf Pro-Level ein. Das ist so heftig. Natürlich geht er hier im Food Champions Cup nicht so krass mit den Skills ab wie in der Weekend League, aber trotzdem ist der ein oder andere Skill da. Wer das Tor von ihm gegen Henso nicht gesehen hat, der sollte auf jeden Fall mal bei Twitter vorbeischauen. Da hat er nämlich auch ein richtig krankes El Tornado-Tor rausgehauen. Und ja, jetzt würde ich sagen, gucken wir uns das Match noch ein bisschen an. Ich werde das so zusammenschneiden, dass ich nur noch die Highlights drin lasse. Und wer sich das ganze Match mit Originalkommentar von den Kommentatoren aus, ja, die live vor Ort waren, geben will, dem packe ich das natürlich unten in die Beschreibung als Link rein und dementsprechend, let's go! Gucken wir an, was Danny hier gegen Marcus Gomez macht. Ach, was für ein unglücklicher Elfmeter. Und die Reaktion von Danny ist einfach zu krass, aber man muss einfach sagen, dass Marcus Gomez das halt mit der Schusstäuschung zur Ballannahme gut gemacht hat und dementsprechend Maldini dann einfach ins Leere getackelt hat. Ärgerlich. Doppelt ärgerlich, weil der perfekt geschossen war, unten links, und es steht damit 1:0 für Marcus Gomez. Bis dato eigentlich gar nicht so viel passiert. Marcus Gomez hatte, glaube ich, einen Schuss, der von weiter weg war. Ansonsten bis dato nicht wirklich viel passiert in dem Spiel und dementsprechend jetzt 1:0 für Marcus Gomez. Ach ja, okay, was ich euch noch sagen will, nicht, dass ihr denkt, dass der sich hier extra alle Wiederholungen und so weiter anguckt. Die Boys spielen vor Ort auf einer E-Sports-Version und dort ist es halt extra so eingestellt, dass man den Jubel nicht skippen kann, wie man es ja normalerweise mit L1 und R1 machen kann. Und man kann auch die Wiederholung nicht skippen, einfach aus Gründen wegen des Livestreams. Ist halt im Livestream selbst nochmal cooler, wenn man halt die Wiederholung sehen kann. Das dazu, nicht, dass ihr denkt, der jubelt hier extra lang und lässt die Wiederholung extra doppelt und dreifach laufen. Stark gemacht von Danny hier mit dem Freistoß, überlaufen, rüberspielen.
Und dann ist er sogar frei vom Tor mit Trille. Grünes Time-Finishing. Aber Courtois, die Katze hält den Ball. So, erste Halbzeit ist fast vorbei. Danny hier noch mal im Angriff. Über Hüllet. Spielt er rüber auf Eusebio. Hüllet. Jetzt auf Ronaldo. Der nochmal weiter auf Cruyff. Cruyff mit dem Übersteiger. Zweiter Übersteiger. Dann auf Vieira. Vieira in die Mitte. Ball bleibt lucky bei Danny mit dem Dragback. Gut gemacht. Und dann steht der eigene Mann im Weg. Ich glaube, der wäre richtig gefährlich geworden. Auch wenn es kein perfektes Timed Finishing war, wäre der, glaube ich, sogar ins Tor gegangen. Das war damit auch die letzte Aktion der Halbzeit. 3 Minuten Nachspielzeit. Wir sind schon in der 48 plus, also in der 49. Minute. Aber dann noch das hier. Danny drückt hier sogar, dass der Keeper rauskommt. Diesen Fail, ich glaube, den kennen wir alle. Er geht dann einfach wieder zurück in den 16er. Keeper kommt, zieht gar nicht durch. Und obwohl die Nachspielzeit eigentlich schon längst abgelaufen ist, gab es hier nochmal eine gefährliche Situation. Wäre mega, mega ärgerlich gewesen, wenn das irgendwie zum Tor geführt hat. Zur Halbzeit im ersten Spiel muss man einfach sagen, dass Marcus Gomez eigentlich nur den Elfmeter hatte als große Chance und halt das, was hier am Ende war. Danny hat halt auch zwei Riesenmöglichkeiten. Einmal war der eigene Mann im Weg und beim anderen Mal hat Courtois einfach perfekt gehalten. Dementsprechend ausgeglichenes Spiel, aber leider 0:1 aus Dannys Sicht. Sondern Anpfiff, zweite Halbzeit. Wir befinden uns immer noch in der Phase nach dem Kickoff. Immer noch kein Ballverlust von Marcus Gomez. Spielt jetzt hier auf Hüllet. Hüllet auf Ronaldo, der nochmal auf Ronaldo und mit gelbem Time Finishing ist der Ball dann drin mit der ersten Aktion nach dem Anstoß. 2:0 für Marcus Gomez. Läuft auf jeden Fall noch nicht so gut für Danny. Aber das wird noch ein heftiges Match. Denn ein Match wird immer mit Hin- und Rückspiel gespielt. Das muss halt jetzt an der Stelle noch erwähnt werden. Habe ich am Anfang vergessen zu erwähnen. Ist noch genug Zeit. 2:0 Führung heißt ja nicht. So, jetzt Danny hier mit Ronaldo im 16er. Behält den Ball. Kommt hier sehr gut durch. Jetzt in die Mitte der Pass. Und da kommt die Grätsche von Marcus Gomez. Es gibt Elfmeter und keine Karte. In der Wiederholung wird man aber auch sehen, dass er den Ball gespielt hat, aber auch ganz klar den Gegner umräumt. Dementsprechend, ich meiner Meinung nach klare Elfer. Glück gehabt, dass er da keine rote Karte bekommen hat. Und Danny verhaut hier die Möglichkeit ranzukommen. Schade, das ist absolut ärgerlich. Danny hat jetzt schon 3 dicke Chancen in diesem Spiel gehabt, um ein Tor zu treffen und keine wurde belohnt. Und Marcus Gomez quasi mit 3 Chancen 2 Tore bisher gemacht. Manchmal läuft das halt so in FIFA. Und jetzt hier Marcus Gomez mit dem Angriff. Man muss einfach sagen, bis zur 82. Minute, bis zu diesem Tor ist in der zweiten Halbzeit einfach nichts passiert. Bis auf den Elfer von Danny und das 2:0 von Marcus Gomez. Und jetzt in der 83. Minute hat der gute Marcus Gomez halt auch nochmal einen starken Angriff komplett gut ausgespielt und hier das 3:0 leider erzielen können. Danny hat sogar den Keeper noch in die Ecke bewegt, aber Courtois sieht einfach, hier sieht man es nochmal in dieser Wiederholung, extrem schlecht aus bei dem Schuss. Den könnt ihr gerne mal halten bei Marcus Gomez in der ersten Halbzeit, wo Danny alleine mit 1:1 mit Courtois war und sogar grünes Time-Finishing getroffen hat, hat er den gehalten. Hier leider nicht. Und dementsprechend ist Danny jetzt hier 3:0 hinten und ich kann euch jetzt schon vorweg sagen, hier aus der Situation wird nichts mehr und es wird auch nichts mehr passieren in diesem Match. Danny wird das Hinspiel mit 3:0 verlieren. Und da ist auch dann der Abpfiff. Wie gesagt, Danny verliert das Hinspiel mit 3:0. Gehen wir ins Rückspiel. So, bevor wir aber jetzt mit dem Rückspiel direkt anfangen, muss ich euch kurz erklären, was passiert ist. Der Stream hat dann auf das Match von F2Tex gegen Lyrics vs. Luck geschalten, weil sie dachten, okay, das Spiel hier Marcus Gomez gegen Prawns ist schon so gut wie entschieden. Und dann irgendwann so um die 60. Minute rum hat man vom Kommentator gehört, wie gesagt hat,
Ich habe schlechte Nachrichten für alle Marcus Gomez Fans, denn Prowns führt im Rückspiel mit 3:0. Also Danny hat, während halt das andere Match gezeigt wurde, im Rückspiel schon mal den Ausgleich erzielen können. Wundert euch nicht, wenn wir jetzt ins Rückspiel gehen und es schon 3:0 für Danny steht. Und da sehen wir es. 55 Minuten gespielt. Danny führt jetzt mit 3:0 im Rückspiel. Spielt hier von links nach rechts in den blauen Trikots. Und unter dem Ergebnis seht ihr halt noch ein Ergebnis. Das ist halt das Overall-Ergebnis. Summiert aus Hinspiel und Rückspiel. Und Danny hat es echt gepackt, hier zurückzukommen, das Spiel auszugleichen. Und wie es jetzt weitergeht, ich sag euch, das wird einfach mega krank. Danny hier wieder, was für eine Kombination. Hackenpass, Hackenpass, Heel to Heel, grünes Time Finishing, leider nicht drin. Und genau so lief dieses Match auch, wenn man am Ende mal die Statistik betrachtet. Die werde ich euch auf jeden Fall auch noch zeigen. Es ist einfach zu krank, wie Danny im Flow war in diesem Spiel. Marcus Gomez kommt hier gar nicht mehr raus. Danny wieder im Angriff hier mit Eusebio. Dragback auf Hüllet. Und der direkte Schuss an den Pfosten. Danny ist schon aufgesprungen. Dachte, der geht rein. Nein. So, Danny hier im nächsten Angriff mit Cristiano Ronaldo. Mit dem Berberspin. Reverse Elastico auf Eusebio. Eusebio, grünes Time Finishing. Und der Ball ist drin. Danny springt vor Freude in die Luft. 4:0. Und das bedeutet, er hat tatsächlich das Comeback hier bis zur 75. Minute im Rückspiel gepackt. Von 0:3 auf 4:3. Aber. Jetzt kommt was, was ich mir jetzt nicht gerne nochmal angucke. Ihr seht es schon. 90. Minute, der Ball geht raus, Cristiano Ronaldo gewinnt das Kopfballduell, 2 Minuten Nachspielzeit, einfach mit Neymar hier gechillt, den Ball halten, nein, da wird der Fehlpass gespielt, unglücklich, dass Blanc den Ball dann nicht bekommt, Ronaldo im 16er, letzter Angriff des Spiels und Marcus Gomez gleicht die Serie aus zum 4:4. Es tut weh, sich das Ganze jetzt hier nochmal anzugucken. Danny war schon, er hatte in diesem Spiel so viele Chancen. Er hätte auch 5, 6, sogar 7 Tore schießen können. Alleine nur von dem, was man im Stream in diesen 35 Minuten gesehen hat. Es ist einfach zu krass. Und danach, direkt danach ist der Abwurf. Und hier die Statistik. 10:1 Schüsse aufs Tor. Mit dem einen einzigen Schuss in der 92. Minute macht Marcus Gomez hier das 4:4. Extrem heftig. Und jetzt geht es in die Verlängerung. 4:4 overall, es geht in die Verlängerung. So, Verlängerung, Marcus Gomez hat den Anstoß. Und was Anstoß schon mal so bewirken kann, das sollte jedem FIFA-Spieler bewusst sein. Er macht es auch gut, er spielt es halt ruhig, lässt Danny halt wirklich gar nicht an den Ball kommen. Ist halt wichtig, einmal nach dem Anschluss diesen Ball zu erobern. Schafft er nicht, jetzt hier R9, gute Bewegung und dann haut er den Ball einfach oben links trocken rein. 5:4 für Marcus Gomez in der Situation jetzt und Danny ist jetzt wieder hinten. In einem Match, was er eigentlich so krank dominiert hat. Marcus Gomez hier gut gespielt mit Henry, starker Dragback, ist jetzt im 16er und macht hier das 6:4 overall. Und das in der Verlängerung. Es sind noch 10 Minuten zu spielen und du bist 2 Tore hinten. Krank. Und das nach diesem Spielverlauf. Aber gut, man muss halt Marcus Gomez die Credits geben, dass er hier in der Verlängerung bisher alles richtig gemacht hat. Auch hier bei diesem Tor mit Henry, der Dragback Fake, der war einfach auch stark gemacht. Hat ihn dann quasi eine freie Schussposition vorm Tor verschafft. Danny hat jetzt umgestellt auf die Dreierkette. Klar, er muss jetzt alles probieren. Wichtig wäre jetzt eigentlich ein Tor direkt nach Anstoß, um nochmal direkt dran zu bleiben. Messi wird hier gefoult eigentlich, wird nicht gepfiffen. Und das ist eigentlich ganz gut, dass das nicht gepfiffen wird. Denn noch dieselbe Aktion. Ronaldo, grünes Time Finishing. 4
Nein, 5 zu 3 in dem Match und overall 6 zu 5. Dementsprechend noch 7 Minuten Zeit für ein weiteres Tor. Und hier in der 118. Minute kriegt Browns dann auch nochmal den Ball. Spielt auf Messi. Messi legt auch weiter auf Ronaldo. Ronaldo auf Vieira. Vieira auf Messi. Messi mit dem Schuss. Mit der Schusstäuschung zur Annahme. Und da macht er sogar noch das 6 zu 3 und das 6 zu 6 overall. Ich sagt euch doch, Boys. Das Match ist krank. 0-3 hinten nach Windspiel. Dann im Rückspiel. 4-0 vorne, dementsprechend overall 4-3 in Führung. Dann in der 92. Minute das 4-4 kassiert. In der Verlängerung dann 6-4 hinten gelegen. 6-5 gemacht und das 6-6 in der 119. Minute geschossen. Das ist einfach krank. Als ich dieses Spiel gesehen habe live, keine Ahnung, das war zu krass. Ist einfach zu krass. Heftiges Match. Wird nichts mehr passieren, es geht ins Elfmeterschießen. Und Elfmeterschießen, das ist immer so eine Sache. Marcus Gomez fängt an mit dem ersten Schuss. Thierry Henry drin. 1-0 für Gomez. Browns legt nach 1-1. Gomez jetzt mit Cruyff. Danny hält. Weiterhin 1-1, Danny kann erhöhen auf 2-1 und verschießt auch. Nach zwei geschossenen Elfern jeweils steht es 1-1. Ronaldinho jetzt hier für Marcus Gomez. Trifft 2-1. Ronaldo für Danny. Trifft auch 2-2. Bisher haben sie komplett identisch geschossen, was die Erfolgsquote angeht. Ronaldo jetzt für Marcus Gomez trifft, dementsprechend 3-2. Danny mit CR7 trifft auch 3-3. Und es geht weiter. Hüllit für Marcus Gomez. Hüllit verschießt und dementsprechend muss Danny nur noch treffen und hat das Game gewonnen. Trifft ihn mit Vieira an und verschießt ebenfalls. Es geht in Sudden Death. Vieira schießt in die Mitte und verschießt. Danny hat wieder einen Matchball. Muss treffen, dann hat er gewonnen. Hüllit ebenfalls in die Mitte, wieder verschossen. Zu krank. Alexandro jetzt für Marcus Gomez. Trifft. Danny muss treffen, um im Rennen zu bleiben. Ebenfalls Alexandro. Ebenfalls links unten und er schießt gegen den Pfosten. Und dementsprechend gewinnt Marcus Gomez dieses kranke Match. Leider, aus meiner Sicht natürlich, ich habe natürlich für meinen Teamkollegen mitgefiebert, für Danny. Ich wollte natürlich, dass Danny gewinnt, aber nichtsdestotrotz muss man einfach sagen, Danny, extrem heftiges Turnier gespielt. Erstes großes internationales Turnier war es von ihm. Heftige Leistung auf jeden Fall. Da kann man auf jeden Fall drauf aufbauen und sich auf mehr in diesem Jahr freuen. Mega stolz auf diese Leistung und an Marcus Gomez muss man an der Stelle auch sagen, dickes GG. Absolut sympathischer Kerl, muss man auch an der Stelle sagen. Und das soll es dann auch an der Stelle, wie oft habe ich jetzt an der Stelle gesagt, das soll es einfach jetzt an mit dem Video gewesen sein, Boys. Ich bin einfach selbst jetzt, wo ich das Match nochmal geguckt habe, mit euch zusammen und für euch hier nachkommentiert habe, bin ich immer noch platt. Das war einfach ein krankes Match. Schreibt mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare, was ihr von diesem Match gehalten habt. Habt ihr es live gesehen oder erst jetzt mitbekommen? Wie gesagt, Link zum ganzen Match, damit ihr es auch nochmal mit Live-Commentary von den Kommentatoren vor Ort mitbekommt, ist auf jeden Fall unten in der Beschreibung. Ich bin raus, peace out und ciao.